Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Armer Lukas mit dabei. Wir haben Heldenaura. Hier oben sieht man uns. Heldenaura, Echsenarmee und den Titan. Ich glaube, ich gehe mit der Burg mit rein. Welcome to Nova. Oh, das ist ein gutes Loadout. Holy shit. Ah, das ist ja übel strong. Ach du Kacke. Die beiden zusammen mega stark. Fürst des Todes mit am Start. Krass. Wir nehmen das. Wir machen Sakura-Start. Wir machen auf jeden Fall den Sakura-Start. Oh, wir haben richtig fette Einheiten. Holy shit. Fürst des Todes ist göttlich. Das sieht nach Fiesta aus. Das heißt, wir sammeln, schicken mehr rein. Macht am meisten Sinn. Habe ich nicht. Kann ich noch nicht. Dafür habe ich noch keine Kohle. Oh, krass. Da können wir super gut was aufbauen. Es wird ein starkes Late Game mit Fürst des Todes. Angler mit dazu. Angler auch nochmal starkes Late Game. Das muss ich aber dann jetzt schon platzieren. Damit ich da bestmöglich meine Aufwertung und mein Mana rausbekomme. Deswegen hole ich jetzt keine Worker, sondern mache stattdessen erstmal. Erstmal so, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann hole ich zwei Worker. So machen wir es. Weil ich nicht möchte, dass meine Sakura-Blume abkackt. Und ich will natürlich dann meine Angler hochkriegen. Oh, der hat wirklich schon gut Mana gesammelt. Muss man schon sagen. Kacke, der hat gut durchgelassen. Der auch. Stark. Richtig stark. Wirklich krass. So, wir könnten auf Stich gehen. Auf der 5 ein bisschen was schicken. Ich habe 5 auch nicht schlecht. Ansonsten auf Magic Waves. Ah, da können wir uns noch rein gönnen. Richtig stark dabei.
Wir splitten mal zwei Stück. Ich weiß, das ist krass, Oberbild aktuell. Mit 85 plus. Aber ich will mein Late Game so gut wie möglich gestalten. Und da will ich, dass die Angler möglichst lange leben und meine Sakura-Blume möglichst auch jede Runde übersteht. Ohne Seeschlange. Alle kleinen durchgekommen. So, ich werde auf 7 dann Stichschaden reinschicken. Unholder. Weil er die Seeschlange hat, kann ich sowieso nur noch in Nahkampf gehen. Das ist ärgerlich. Da fehlt so ein bisschen Kohle von allem. Dann machen wir es so. Die Wave könnte ich verkacken. Gibt die ganze Zeit Mini-Leben. Ja. Bin doch schon dabei. Ich bin schon dabei, mein Lieber. Die Unholde gehen schon ab. Geht auf jeden Fall noch einer rein. Magic Schaden ist da, deswegen schicke ich Unholde rein. Zack. Jetzt können wir entweder easy going auf Tank gehen oder wir knallen ihn mit rein und holen nächste Runde zwei Worker. Mehr als Schnecke kriege ich nicht nur um rein. Aber Digga, wenn ich ihn dann hinstelle, die heilen sich ja hoch ohne Grenzen. Der Schaden war eine gute Entscheidung. Schaffe ich trotzdem nicht. H2 ist okay. Da könnte ich vielleicht noch durchkommen. Nee. Die beißt zu stark zu mit 252. Ja, da schicke ich dann Magic Damage rein. Naja, als Burg haben wir hier so einen kleinen Nachteil für den Anfang. Aber ist gar nicht schlecht. Geht auf Mega Late Game, den werde ich jetzt in der nächsten Runde auf. Ganz wichtig. Locker bin ich auch erstaunlich gut dabei, obwohl ich eher die vorsichtige Variante wähle. Ja, Tankkämpfer Blume ist immer schwierig. Turtle muss rein. Robo bringt nichts. Das ist ein ja, doch. Das ist ein Nahkämpfer. Bringt mir der Robo nichts. Upgrade.
Komm. Bisschen Magic Damage einfach für den goldenen Beschützer mit rein. Die anderen kacken auch so ab. Ja, er schickt schon stark, er schickt schon stark. Aber wenn ich halte, habe ich viel übrig. Das ist ja gerade das Ding. Und aufgeben! Okay, er hat ganz schön reingekackt. Der übersteht es aber. Ich blocke, jawohl. Diesmal halte ich. Sehr stark. Gönnen wir uns noch ein. Alles abgewehrt, Junge. Boom. So, den Angler aufwerten können wir jetzt nicht. Es fehlt ein bisschen Kneter. Ich muss hier einen Tank aufwerten. Was willst du auf 11? Krieg mal hin. Die Runde werde ich nicht halten. Glaube ich nicht. Zu viel magischen Schaden. Die sind noch nicht so stark. Ja, geht noch. Geht noch. Und holt mit rein. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab hier. Wir könnten hier einfach noch mal aufwerten. Zwei Stück. Und dann ist gut. Die machen auch noch ein bisschen magischen Schaden, sind super stark. Blume ist ganz gut dabei. Fürs des Todes hatte mir wahrscheinlich jetzt noch mehr gebracht. Aber der hier ist mega stark. Vom Metzger. Für die drei super stark. Blume wird schnell down gehen. Sieht ganz gut aus. Ja, sehr schön. Er ist durch. Der geht wohl auch durch. Und ich halte. Super stark. Super stark. Also die Runde ist wirklich Hammer. Gegen den Grandmaster, ihr seht's. Er hier. Wahrscheinlich. So, wir könnten jetzt natürlich den aufwerten. Und hier baue ich einfach den Split noch ein bisschen aus. Könnten auch mal rollen. Den können wir mitnehmen. Der ist aber auch nicht schlecht, ne? Der Crawl. Wir nehmen den Crawl mit. Die können raus, die Angler. Wir können den hier noch mitnehmen. Ja, wir machen das so.
Holy shit! Damit habe ich nicht gerechnet. Das sieht nicht gut aus. Holy shit. Jetzt müssen wir aber was reißen. Platzieren ihn auf jeden Fall schon mal. Schau schon mal an Fürsten hin. Bananenbaum. Let's go, boys. Bananenbaum schwierig. Voreis kann ich kaum reinschicken. Krass, die hatten zwischendurch noch so viel angesammelt. Damit habe ich gar nicht gerechnet gehabt. Können wir mal ein bisschen Worker aufbauen. Jetzt geht's Late Game los, Freunde. Und der ist durch. Ja, der ist ganz gut runter reduziert zumindest. Ja, der ist zu fett. Okay. Die werten auf. Dann kann ich noch einen gönnen. Dann machen wir einen Schaden hoch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass auf einmal 560 reingeknallt werden. Okay, jetzt muss ich mit Fürsten glänzen. Wenn die sammeln und jetzt auf 15 schicken. Dann werde ich meine Fürsten brauchen. Drei Fürsten, top. Können wir den nächsten ein, zwei Runden die aufwerten? Bin gerade so 60 drüber. Okay, das war eine unvorhergesehene Wendung. Noch eins kriege ich nicht raus. Nee. Okay, die haben nicht gesendet. Das heißt, ich werde jetzt meine Kingpins auf. Oder meinen. Die habe ich schon aufgewertet. Kingpins eher nächste Runde, ne? Machen das so. Groß viel Auswahl habe ich jetzt erstmal nicht. Man darf es nie zu leicht nehmen. Das ist ganz plötzlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Neunhundertachtzig.
Holy shit. Oh, ganz viele von denen. Ja, aber ich hab's auch nicht gemerkt. Die haben ganz wenig gesettet und haben gesammelt. Geheim. Holy shit. Das ist ja mal so eine Assassinen-Taktik oder so. Krass. Holy shit. Das habe ich auch selten gesehen. Krass. Das war's mit der weiteren Runde von Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.